Hallo, willkommen zurück zu Secret of Evermore. Ich hatte ja schon den Schlüssel im Schloss komplett benutzt und auch so alles gemacht und ja, ich weiß, es wird da einem gewissen Herrn bestimmt nicht gefallen, aber ich werde zurückgehen und den Schlüssel einfach mal abgeben, weil ich bin neugierig. Ich will wissen, was ich da kriege, wenn ich den Schlüssel abgebe. Ich habe ja noch genügend Spielstände, ich nehme dann einfach einen anderen Spielstand. Wurde zwar gesagt, ich soll den Schlüssel nicht abgeben, aber ich habe die ganzen Räume geplündert und dementsprechend sehe ich keinen Grund, den Schlüssel eigentlich noch zu behalten. Also ich gehe einfach mal zurück. Das ist zum Glück ja nicht so weit. Den Boss hier habe ich ja erledigt. Gucken wir mal. Was das Ganze hier bringt. Ich will auf jeden Fall haben, was da zu haben gibt. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht neugierig wäre. Und ich bin neugierig. Feuerball auf Stufe 3. Nicey, nicey. Bin ja schon relativ sparsam momentan mit dem Zauber. Und nutze ich jetzt gerade nur noch bei größeren Mobs. Aber ich bin ganz ehrlich, diese Viecher kill ich in erster Linie mit den Zaubern, weil die gehen mir einfach nur auf den Sender. So. So, nochmal kurz im Schloss. Die Türen stehen ja sowieso alle offen. Ja, ich sag mal jetzt die Gegenstände, die ja noch drin sind. Das ist halt alles Zeug, was wir komplett voll haben. Also was will ich damit noch? Inventar voll ist das Inventar voll. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier noch, überhaupt noch mal hinkommen. Dementsprechend. Da war der Knast. Ich habe aber auch erfahren, dass wir uns hätten noch was verdienen können mit unserem Hund. Allerdings, ja, den Gegenstand haben wir so oder so schon. Von daher. Ich glaube, der Typ ist, der den Schlüssel wollte, war im anderen Raum. Ah ja, hier. Und hab vielen Dank, war sehr hilfreich. Nimm als Dank diese Formel an dich. Okay. Wir hätten beinahe einen Zauber verpasst. So, ich werde jetzt auch die Telekinese rausnehmen, weil ich denke mal, dass wir die nicht mehr brauchen. Genau wie die Zauberbrücke. Was nehmen wir denn mit? Nehmen wir denn schönes mit. Da haben wir schon die bessere Variante. Säuresturm.
gucken wir mal. Schwefel haben wir tatsächlich relativ viel. Oh. Sind wir relativ blank. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, aber ja. Warum ich den Schlüssel nicht abgeben soll, denke ich mal wegen den ganzen Türen, aber die haben wir ja schon alle komplett abgegrast. Ich werde aber sicherheitshalber trotzdem den zweiten Spielstand anlegen. Ach, Telefon. Na, sorry. Ich würde das Handy einfach mal auf lautlos stellen. Nee, kann ich gar nicht machen. Weil ich die ganze Zeit noch auf einen Anruf wegen einem eventuell früheren Termin warte. Und ja, es geht halt nicht anders. Ich muss halt, obwohl es eigentlich nicht meine Art ist, das Handy auf laut lassen beim Aufnehmen. Und direkt mal ein bisschen Level in die Hades-Granate. Nehmen aber möglichst viele Gegner immer. Wieder ein Vierter noch dazu. Ich muss aber schon sagen, die Zauber sind echt nicht ohne. Und ich biege natürlich die falsche Richtung ab, ich Depp. Leveln ja automatisch auch noch ein bisschen damit. Ich hoffe einfach mal, dass wir mit dem Zauber, wenn er auf höherer Stufe ist, noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Das ist ja nicht sonderlich stark, aber gut. Der ist jetzt auch mal auf Stufe 1, auf Stufe 0. So. War mal relativ effektiv durchgekommen, haben nicht so viele Treffer abgekriegt. Haben noch einen weiteren Zauber bekommen, eine Formel. Würde ich sagen, speichern wir schon mal kurz, allerdings auf dem extra Spielstand. Nehmen wir den ältesten, nehmen wir das Bankett. Ab hier kommen wir ja nämlich noch zurück. So, mir wurde ein Hinweis gegeben, dass ich mal darauf achten soll, wohin geguckt. Beziehungsweise, dass hier irgendwo ein Hinweis auf der Karte versteckt ist, wo man hin muss. Die Frage ist natürlich, woran ich die erkenne. Von den Köpfen aus kann ich eigentlich, denke ich mal, nicht gehen. Ja, und mir wird gesagt, dass es ein bisschen stört, dass ich die ganze Zeit am Rennen bin.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich da relativ schnell renne. Also es dauert das Ganze ja ewig. Ach komm, nutzen wir mal die Harzgranaten. Das war nicht sonderlich effektiv, rein schadtechnisch. Komische Spinne kriegt natürlich überhaupt keinen Schaden. Ziemlich feuerfest, das Vieh. Okay. Hier ist zum Beispiel kein so ein komischer Zwerg auf dem Dach. Auf Baum. Oder auf Dach. Okay, jetzt bin ich die ganze Zeit über auf der linken Seite gewesen. Da war nichts. Okay. Versuche ich mal relativ links zu halten, weil rechts lang halten haben wir ja gemerkt, landen wir immer bei dem, der uns den Zauber gegeben hatte. Da wurde ich jetzt durch den Warp gepusht. Da konnte ich nichts machen, aber auch gar nichts. Okay, hier ist wieder so eine Sackgasse. Ah, da hätte was gelegen. Oder war ich schon durch den Warp durch? 100 Goldmünzen, nicht schlecht. So ganz bin ich noch nicht hinter das Geheimnis dieses Waldes gekommen. Auf die Köpfe achten, die da oben teilweise sind, bringt glaube ich auch nicht so viel. Aber von den Richtungen, wo die ja schauen, landet man ja überall. Das hat allgemein was damit zu tun, dass sie da sind an der Stelle. Das ist natürlich die große Frage. Und hier zum Beispiel sind keine mehr von denen. Hier zum Beispiel wieder einer von denen. Hier ist auch wieder einer von denen. Hier auch. Hier ist wieder keiner von denen. Hier ist ein Schild. Big Show des Dr. Meinhold. Ja. Könnte glaube ich Eisenerz sein, aber nee, kommen wir nicht ran. Okay, also hier war wieder nur ein Schild, aber Richtung Sackgasse. Ja, ich kämpfe gerade nicht allzu viel, weil ich mich hier einfach ehrlich gesagt durch den Wald finden will. Durch dieses komische Labyrinth hier. Hier ist auf jeden Fall auf der rechten Seite einer. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung muss ich dann? Hier oben war ja dann gleich das eine Schild. Genau. Jetzt
Probieren wir mal mit rechts rum, weil der hat ja auch nach rechts geschaut. Also war auf der rechten Seite. Nee, ist auch eine Sackgasse. Hier ist wieder so ein Vieh. Ist auch wieder so ein Vieh. Das ist alles Vermutung, wo, was das auszusagen hat. Ist auch wieder so ein Vieh. Hier auch. Hier auch. Ich nehme einfach mal jetzt gerade diesen kleinen Schwarzen auf dem Baum als Anhaltspunkt. Den kleinen Dämon. Ist auch wieder so dieser Dämon. Hier auch. Ist aber auch wieder so ein Schild. Ist auch wieder einer. Hier auch. Hier sind das Grünzeugversteck. Habe ich hier von der Karte geschubst. Hier ist wiederum keiner. Hier ist auch wieder einer. Oh. Ich glaube, das war der Hinweis. Niemand überquert die Brücke der Morphkopierer Zwilling. Jedenfalls nicht, ohne sein Leben zu verlieren. Aber die Befürchtung, dass ich bei dem Zauber muss, weil irgendwie treffe ich ihn so in normalen Mitteln nicht. Au. Anscheinend echt nur mit Zauber schädigen. Den noch mal so zu schädigen. Ob es mir frisch noch geht, nicht. Ah, anscheinend doch. Okay, hab nichts gesagt. Excalibur erhalten. Oh, nice. Und ich musste es nicht mal aus dem Stein ziehen. Wow. Ich habe den Kampf beobachtet. Du bist stark. Du bist sehr stärker als ein anderes Ich. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mit den Spielstand speichern?
Jo. Nehmen wir den. Obwohl, nee, stimmt, das war der gute Spielstand. Also den, den wir noch zurückgesetzt haben. Wiedersehen. Okay, bei den können wir also nur speichern. Hier sind keine Zwerge mehr mit als Hinweis. Und Excalibur macht gut Schaden, wenn man trifft. Ist natürlich eine Menge Materialverbrauch bei dem Bossfight. Aber gut. Okay, hier sind auch wieder welche von den Morphern. Shit, jetzt nochmal mal. Todesstadt, 5 Kilometer. Oh. Okay, hier ist dann auch wieder so ein Zwerg. Hier auch. Hi! Hihihi. Deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten, war eine gute Tat. Du hättest mich dort auch verenden lassen können. Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Anerkennung. Hab Dank für deine Hilfe. Werden uns wiedersehen. Das hat sich gelohnt. Das war das Kind, was im Brunnen gefallen war. Nice. Ist auf jeden Fall interessant bis jetzt hier, der Ort. Autsch, Mann. Ich hasse es, wenn ich durch die Treffer oder durch die Map gewirbelt werde. Pilz gefunden. Okay. Hier wäre eine Sackgasse. Aber zumindest haben wir was gefunden. Ich wurde angeschrieben, aber ich kann gerade nicht gucken. Lucky war schneller. Okay, hier ist wieder so ein Zwerg. Ob wir noch mal ein paar von denen killen müssen. Autsch. Galgenberge, 5 Kilometer. Okay, hier scheinen wir richtig zu sein. Hier glaube ich nicht. Ich
bin auch ganz froh, dass ich zurückgegangen bin und noch mal den Schlüssel abgegeben habe im Nachhinein, weil, wie gesagt, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie noch irgendwas da vergessen haben. Wir haben sämtliche Räume abgegrast und was soll ich da mit den Schlüsseln noch? Wenn es dann jetzt trotz allem dumm war, könnt ihr mir meinetwegen sagen. Aber ihr müsst immer bedenken, ich bin von Natur aus neugierig. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in solchen Fällen dann einfach einen Spielstand anlegen und dann zurückgehen, um einfach zu gucken, was ist denn da? Oder was kriege ich da? Was sowas will ich wissen. Ja, der ich Nektar benutzen können. Okay, hier ist wieder so ein Zwerg. Verwirrend der Wald. Hier ist auch wieder so ein Zwerg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade wieder zurücklatsche oder ob ich hier richtig bin. Naja, wollte ich beide. Egal. Heilaura Level 3. Was zum Geier? Da ist denn unser großer da? Baumdrache. Aua. Was ist das denn für ein lächerlicher Boss? Goldmünzen. Nett. Elfenbeinspeer erhalten. Okay. Jetzt kriegen wir die ganze Zeit gar keine Waffe mehr und jetzt eine Waffe nach der anderen. Natürlich die große Frage, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Okay, da ist auf jeden Fall eine Brücke. Hm. Nö, kommen wir so nicht vorbei. Genug Honig. Die Waffe leveln wir jetzt nebenher mal. So, da kommen wir gar nicht lang. Ach stimmt, die Axt haben wir ja gar nicht getestet draußen. Ich depp. Da würden wir aber erstmal Excalibur ein bisschen weiter, auch wenn jemand schwächer ist, was mich wundert. Kleiner Blick, mal ganz kurz was gucken. Nee, das war nicht der gute John.
Wir nehmen heute nämlich wieder ein neues Projekt auf. Ich bin auch schon mal gespannt, wie es ist. Was es genau ist, seht ihr dann als Premiere bei mir. Beziehungsweise, manche wissen ja schon, was es ist. Ich will die Waffen jetzt zumindest auf 1 haben und dann geht es dann sowieso weiter mit der Pike. Die werde ich dann auch nach und nach leveln, bis sie wieder auf Max-Stufe ist, und dann werde ich dann auch gucken, dass ich die anderen Waffen, die ich dann habe, wie jetzt das Excalibur, dann auch nach und nach level. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg in ein neues, komplett neues Gebiet. Und ich bin echt mal gespannt, wo wir landen. Da kann man nichts machen. Leider. Ich denke mal, wir kriegen bestimmt irgendwas mal, damit wir die Dinger zerstören können, weil da sind so viele von den Dingern überall. Dich. Auch Sackgasse. Aber hier sind zwar viele Sackgassen, aber im Großen und Ganzen kann man sich hier, glaube ich, auch gar nicht so groß verlaufen, außer wenn man die Dinger zerstören kann. Gut, hier kommen wir hinter. Gucken wir erstmal links. Gelernt, dass hier und da auch mal ein paar Geheimgänge sind. Ah, ich glaube, man kann sich doch relativ gut verlaufen. Wir gucken mal auf der rechten Seite. Und da sieht mir es doch ein bisschen umfangreicher aus von den Wegen her. Daneben. Irgendwo von oben müssen wir da wahrscheinlich reinkommen können. Ethanol. Haben wir genügend? Ja, Hund, ich weiß, dass da noch eine Kiste ist. Da komme ich aber nicht, die kann ich aber nicht öffnen, weil wir voll sind. Okay. Ruhen haben wir eingesackt. Das wird dann aber diesmal ein sehr, sehr langer Part von Secret of Evermore. Ich weiß jetzt nicht, was der optionale Teil gewesen wäre, weil irgendwie sieht das alles hier gleich aus. Ich will ja auch nichts verpassen, dementsprechend sehe ich mich natürlich relativ gründlich um. Natürlich nicht so einfach, wenn alles gleich aussieht.
bald wieder zwei Truhen. Die Frage ist natürlich, von welcher Seite aus wir da rankommen. Dann war es ja immer so, an der Stelle, wo es nicht einsehbar ist. Wir müssen wohl, glaube ich, noch ein ganzes Stück zurück. Hier kommt man nirgendwo rein. Da auch nicht. Elfenstaub. Ah, war aber diesmal ein guter Rückweg. Macht nichts. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch weiter zurückgehe oder ob ich erstmal weiter den Weg verfolge, weil ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wir haben auf jeden Fall gerade eine Runde gedreht. Aber bei den Truhen waren wir. Na, das Vieh. Trocken ja alle nur noch Honig anscheinend. Wirkt aber bis jetzt so, als hätten wir es relativ gründlich umgesehen, weil. Der Rest, der andere Teil, da sind wir ja wieder da gelandet, wo wir herkamen. Okay. Relativ große Sackgasse. Was hier oben ist, bevor wir hier weitergehen. Okay, das sieht mir nach dem Ausgang aus. Dementsprechend werden wir uns da unten noch ein bisschen umsehen. Oh, wir sind aber auch ganz schön schnell. Hier auch. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier noch
weiter irgendwo lang können. Da brauchen wir erstmal etwas, um diese Pillar zu beseitigen. Sind schon wieder in einem Knast gelandet. Öffnet sich leider nicht. Okay. Ich glaube, wir sind in Terrorfels angekommen. Raptoren. Autsch. Problem ist, wenn man so in Wänden gerade reinrennt, da sieht man nicht, wo man lang rennt. Also dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich dann mal eine Weile irgendwo festhänge und sich nichts bewegt. Man sieht aber auch halt einfach nichts. Gut gemacht, Hund. Wir werden natürlich wieder jeden Knast clearen. Wir wissen ja nicht, ob wir danach wieder was kriegen als Belohnung. Aber was ich schon mal sagen kann, ab dem nächsten Speicherpunkt machen wir dann erstmal Ende. Weil wir haben jetzt schon eine enorme Überlänge. Na. Na. Gibt's auch nicht. Ah ja, Flugtier und so. Okay, wir können noch mal runter, gut. Ich wollte gerade sagen. Okay, der hat keine Waffe mehr in der Hand. Verschlossen. Ich glaube, wir haben ja auch alle Gegner beseitigt. Ich brauche mal nichts bekommen. Schade. Stadt rennt er mit der Waffe rum, das ist kein gutes Zeichen. Ja, ich glaube, wir sind Terrorfels angelangt. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo speichern können und dann machen wir ein andermal weiter. Aber sehr angenehmer Soundtrack hier in der Gegend. Okay, hier unten ist Sackgasse. Alles dicht. Sackgasse gucken, ob hier irgendwas ist. Ist gar nichts. Okay, das Ende ist offen. Du hast genug Honig.
Moment, das ändern wir. Wieso habe ich immer noch genug Honig? Habe ich irgendwas wieder zu viel? Ach so, weil zwei Tropfen Honig drin waren. Okay. Das erklärt einiges. Oh, sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Du bist weder aus Chaosturm noch aus Terrorfels. Richtig, ich bin aus Groß-Ostheim. Groß-Ostheim? Was für ein seltsamer Name. Ist dir mein Name bekannt? Mein Name ist Nofla. Kennst du meinen Sieg über Alphons? Nein, keine Ahnung. Dann kennst du mich als großen Rennfahrer? Bahnhof? Pizza? Wie ich den Gorilla besang? Welchen Gorilla? Nun, es ist überflüssig zu sagen, aber ich war schon überall und habe schon alles getan. Nun habe ich mich mit meiner Frau Rosi in Terrorfest niedergelassen. Gehört diese ganze Rüstung dir? Ja, ich handle damit. Ich verkaufe Waren, die ich in all den Jahren erstanden habe. Man kann davon leben, aber das Geschäft geht zurück. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nach Chaosum gingen. Warum bist du nicht auch schon dort? Warum sollte ich? Dies ist meine Heimat. Ich gehöre hierher. Scheiß in Ordnung zu sein, aber du bist schlecht ausgerüstet. Lass mich dich einkleiden. Wie kann ich dir helfen? Gucken wir mal, was sie hier so haben. Silber, alles, was haben wir? Wir nehmen einfach mal alles. Hier, mein Freund, nimm diese prächtige Waffe als Geschenk von mir an. Ich fand sie vor langer Zeit im Dschungel. Oh, Bazooka! Geil! Schlecht ausgerüstet, die Neon-West ist mal so übel. Wie automatisch sofort die Bazooka nimmt. Das war nice. Also das hat sich gelohnt, mal alles zu kaufen. Wenn man als Dank eine Bazooka erhält. Aber kein Speicher. Speicherpunkte sind momentan ein bisschen rar gesät. Und beim letzten Speicherpunkt, da war mir ehrlich gesagt noch zu wenig Spielzeit vorhanden. Wir gehen nochmal über den Inneneingang rein. Vielleicht kann man jetzt da irgendwie... Ah, perfekto. Hallo Erik, schön dich wiederzusehen. Ich betreibe gleich zwei Geschäfte in diesem Haus. Das zahlt sich aus. Möchtest du hier auch, müsstest du hier übernachten? Oh ja, dann können wir nämlich mal einen Cut machen. Und ich werde einen weiteren Spielstand anlegen, falls ich doch noch wieder irgendwas übersehen haben sollte. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, Sishi. Ja, nehmen wir mal das Chaos Dome Hotel. Der ist schon mal älter, der Spielstand. Gut, dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's weiter hier in Terrorfels bei Secret of Evermore. Bis dann. Und noch eine kleine Sache vorweg. Ich fände es schön, wenn all die Leute, die auch hier reinschauen, auch mal hin und wieder einfach mal ein Like oder ein paar Kommentare hinterlassen würden. Ein paar Vereinzelte machen das ja, weil ich sehe, dass die Aufrufzahlen immer deutlich höher sind als die Anzahl der Likes, geschweige der Kommentare.
Und ihr würdet mir damit wirklich einen großen Gefallen tun, da ihr meinen Kanal damit unterstützt und ich dementsprechend öfters gefunden werde. Also, bis denn!